Social Media, als Bügelbilder und als Tassen sieht man gerade überall Alpakas. Sie gelten als das Trendtier und haben somit das Einhorn abgelöst. Wir gehen mal dem Alpaka auf die Spur und machen ein kleines Porträt. So ein warmes Fell wie eure Alpakas hätte ich jetzt gerade auch gerne bei den Temperaturen. Die Frisuren, die sehen ja meistens ziemlich lustig aus. Sind die Alpakas auch Komiker? Naja, man sieht auf jeden Fall, dass die unterschiedliche Charaktere haben. Unsere Paula hier, das ist zum Beispiel die, die hier den Ton angibt. Und die ist auch nicht zimperlich dabei, ihre Interessen durchzusetzen. Na, also die ist schon recht willensstark. Und Alpakas haben ja jetzt definitiv das Trendtier Einhorn abgelöst. Was macht das Alpaka eigentlich so aus? Das eine ist, die haben natürlich diese riesen Kulleraugen, sehen natürlich schon ziemlich niedlich aus. Nach der Schuhe sehen sie zum Teil sehr lustig aus, je nachdem, wer welche Frisur verpasst bekommen hat. Immer mehr Bauernhöfe oder andere Höfe bieten sogenannte Alpaka-Spaziergänge an. Warum eignen sich die Tiere als Therapeuten? Ja, ich denke mal, es liegt mit daran, dass die ein relativ ruhiges Wesen haben. Im Gegensatz zu einem Pferd beispielsweise wäre es sicherlich, würde schneller mal eine gefährliche Situation entstehen, wenn die sich erschrecken würden oder so. Und die haben dann doch eher schon ein bisschen ruhigeres Gemüt, ne? Es sollen 17.000 bis 20.000 Alpakas mittlerweile in Deutschland leben. Das ist eine ganze Menge, finde ich. Was muss man dann für ein Gelände haben oder welche Voraussetzungen muss man haben, um die Tiere zu halten? Man braucht also schon eine große Fläche von 300 Quadratmetern für bis zu 6 Tieren. Man sollte sich darüber bewusst sein, dass man Alpaka auch nicht alleine hält, weil es ein Gruppentier ist. Von wegen Trendtier, wie beliebt sind denn die Alpakas hier bei euch im Tierpark? Die sind recht beliebt, hat glaube ich damit zu tun, dass die Leute natürlich auch so nah hier an die ran können, die anfassen können, die können gefüttert werden mit dem Streichelzufutter, das es vorne an der Kasse gibt. Gemessen aber an den Patenschaften sind bei uns die Spitzenreiter, die Erdmännchen und die Faultiere. Aber man sieht trotzdem, dass sich die Leute hier immer sehr gerne aufhalten und auch den Kontakt zu den Tieren suchen. Also man muss Alpakas nicht unbedingt selbst im Garten halten, haben wir gerade gehört. Man kann auch hier im Nordhorner Tierpark auf Tuchfühlungen mit den Tieren gehen, und zwar hier im Alpaka-Gehege.